Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das wird jetzt alles hier. Modernisiert. Und das Ding reißen wir mal ab, weil das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wir könnten da oben direkt eine Tür reinsetzen. Na, werdet erstmal damit fertig. Fehlt noch ein kleines bisschen, aber dafür sollte der Dünger eigentlich ausreichen. Die nächste monströse Skulptur. Ah, sehr schön. Hier setzen wir jetzt auch mal Titanium rein. Damit wir es ein bisschen schneller nachgefördert bekommen. Dieses Scharfschützengewehr ist ja nichts. Ich meine, theoretisch ist es schon was. Reichweite 50, Schaden 50. Gut, kann er damit schießen? Hä? Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Auch nicht umgehen. Thank you.
Okay. Dankeschön. Gute Übung. Ich werde jetzt bestimmt nicht aufwecken, nur weil ihre Laune jetzt gerade im Moment nicht ganz so prickelnd ist. Neureon. Hallöchen. Wir haben hier übrigens ein Hotel, ne? Nur falls ihr Interesse haben solltet. Natürlich total vergessen. Ich denke mal, fürs Erste sollte das an Spark Powder reichen. Das mag sein, dass die durchdrehen können. Ein gewisses Risiko ist natürlich immer mit dabei. Sowas lässt sich ja gar nicht vermeiden, wenn man solche Viecher zähmen will. Dann erhöhen wir mal stellte Phenophyllin-Menge. Und für Glitzerwelt brauchen wir genau. Bandage Kits. Thank you.
Oh, das Ding wird sogar noch größer, ne? Okay, also. Ja. Können wir auf jeden Fall mal machen. Textilhändler. Ja, aber kaufen bei dem Preis. Aber der Preis. Mhm.
Okay, so einfach können wir es also nicht haben. Kleines bisschen Wahnsinn. Na, es läuft immerhin. Entschuldigung, wenn ich jetzt eine Zeit lang so still war, aber hin und wieder muss man seine Gedanken auch mal ein bisschen sortieren. Legendär sogar. Ich habe da an einem kleinen Tisch gesessen, das glaubt ihr nicht. Unglaublich, dieser quadratische Stahl- oder Titantisch. Wow. Naja. Ich weiß nicht, ob ich davon so begeistert bin.
Momentan scheint es ihm ja noch ganz gut zu gehen. Ja, also momentan sehe ich erstmal noch nichts Okkultes, möchte aber noch mindestens eine Gottheit erforschen. Danach kriegst du dann eine Forschungspause versprochen. Dagon! Dagon? Naja, stellt uns bestimmt eine Armee aus Fischwesen zur Verfügung. Was genau macht der Hirsch da drinnen?
Wird schon einer bei Zeiten reparieren. Naja, du hast dich ja im Großen und Ganzen schon ausgeschlafen. Neutramin, ja, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Für Stück hier alles geschützfest machen. Für den Fall, dass doch einer stehen bleibt und etwas härter behandelt werden muss. Wie weit sind... Oh, das wird dauern. Und die Episode ist wieder vorbei. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.